Mobbing hat man nicht verdient, aber es ist eine Möglichkeit und Herausforderung, daran zu wachsen. Du wirst gemobbt, weil du anders bist. Du bist offen, tief und verletzbar. Hier zeigen wir dir, wie du dich von innen her stärken, schützen und an den Herausforderungen wachsen kannst. Mach einfach mit, so gut du kannst. Erzeuge ein Gefühl von Breite. Spüre deine Ausdehnung nach rechts und lasse zu, dass dein rechtes Bein davon mitgenommen wird. Spüre deine Ausdehnung nach links und lass das linke Bein mitgehen. Behalte das Gefühl für die Breite, wenn du Arme und Beine an den Körper herannimmst. Spür die Füße auf dem Boden. Beweg dich ganz leicht vor und zurück, bis du die Mitte gefunden hast. Kannst du die Breite noch spüren und wie du von innen getragen bist? Mach mit dem rechten Bein einen Schritt vor, aber so, dass der Kopf das Bein führt. Schließ den Schritt. Der Kopf führt das Bein. Schließ den Schritt. Ein drittes Mal. Ein letztes Mal, das rechte Bein folgt. Mach mit dem linken Bein einen Schritt zurück, aber so, dass der Kopf dem Bein folgt. Schließ den Schritt. Das linke Bein führt, der Kopf folgt. Ein drittes Mal. Ein letztes Mal, das Bein führt den Kopf. Lass die Übungen eine halbe Minute nachklingen. Das hilft dir, dich besser zu spüren und später adäquater zu reagieren. Halte deine Hände in etwas Abstand von deinem Körper. Hab das Gefühl, du sammelst in deinen Händen Farben aus deiner Umgebung ein, während du sie vor dem Unterbauch langsam zu einer lockeren Faust zusammenführst. Es ist dunkel in deinen Händen, keiner sieht die Farben, aber ihre Strahlkraft ist deutlich spürbar. Bis in den ganzen Körper.
Strecke eine Hand nach vorne. Strahle vom Herz aus locker und leicht durch die Finger mit einem leichten, lichtartigen Gefühl, wie beim Gelb. Biege die Hand leicht nach oben und erzeuge ein Gefühl von Wärme, das aus der Handfläche nach vorne strahlt. Achte jetzt auch auf den Rückstrom, der dabei im Arm entsteht. Biege die Hand steil nach oben, sodass du die aufrichtende Kraft bis in deinen Rücken spürst. Erlaube dir jetzt nur dich selbst und die rote Kraft, die du jetzt ausstrahlst, zu spüren. Mach dasselbe noch einmal mit der anderen Hand. Locker leicht durch die Hand hinausstrahlen, mit einem gelben Gefühl. Die Hand nach oben biegen, Wärme ausstrahlen, den Gegenstrom im Arm spüren. Die Hand vertikal stellen, den Rücken spüren, deine innere Kraft spüren. Lass die Übungen eine halbe Minute nachklingen. Die Lippen liegen locker aufeinander, lassen keine Luft nach vorne durch und vibrieren leicht. Beim M kann sich die Zunge entspannen und mit dem linken und rechten Unterkiefer nach unten sinken. Der Gaumen macht hinten auf und die Luft strömt durch den Nasenraum vor zur Nase und dort wieder nach unten. Der Mundraum wird groß. Kreuze deine Beine und lege die Unterschenkel sachte aneinander. Hab möglichst wenig Druck zwischen den Beinen. Sie berühren sich so sachte, wie beim M die Lippen aufeinander liegen. Entspanne den Beckenboden, ähnlich wie deine Zunge beim M. Geh langsam in die Knie und führe das Hinuntergehen vom Beckenboden aus. Komm achtsam wieder hoch. Lass beim Hinuntersinken dein Zwerchfell gefühlsmäßig in die Höhe steigen und die Arme weit werden, ähnlich wie es beim M im Gaumen geschieht. Versuche das Vibrieren der Lippen und zugleich ein entsprechendes Gefühl in den Beinen zu spüren.
Nimm dir jetzt Zeit, die Übungen nachwirken zu lassen und zu beobachten, was in deinem Körper jetzt vorgeht.